Lotto dreifach Jackpot. Jetzt spielen. Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIB 2. In Polen sind heute offenbar zwei russische Raketen eingeschlagen. Mehr dazu gleich, und das sind unsere anderen Themen. Die 8. Milliarde. Laut UNO leben seit heute 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Schaffen wir das? Dazu ist der Bevölkerungswissenschaftler Wolfgang Lutz live im Studio. Gasanschluss. Norwegische Konzerne wollen offenbar einen Teil der OMV übernehmen und dafür Gaslieferungen aus Norwegen garantieren. Gegenwind. Österreich braucht dringend mehr erneuerbare Energie, aber Widerstand aus der Bevölkerung und lange Verfahren bremsen den Ausbau. Wir beginnen aber in der Ukraine bzw. in ihrem Nachbar- und NATO-Land Polen. Dort sind heute im Grenzgebiet zwei Raketen eingeschlagen und es sollen dabei zwei Menschen gestorben sein. Moskau bestreitet kategorisch, dass es russische Raketen waren, aber in Warschau ist am Abend der Sicherheitsrat zusammengetreten. Rund 100 definitiv russische Raketen sind heute jedenfalls in der Ukraine.